Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge Ark. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch. Und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. Und wir legen hier heute wieder los. Ich will euch erstmal zwei Kollegen hier vorstellen, Leute. Das hier ist der liebe Glubschi, der hier gerade unter dem Agatavis sitzt. Name wird eingeblendet und hier ist Flame. So, die beiden haben wir auch schon benannt. Easy peasy. Und da wollte ich doch ganz liebe Kommentare von euch einblenden, weil ihr habt hier ordentlich Gas gegeben. Also vielen lieben Dank für den ganzen Support, Leute, auf der Serie. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut auf euch ankommt, aber kommt es anscheinend. Also vielen lieben Dank an euch. So, ich wollte erstmal kurz zeigen, ich hatte einen kleinen Fail. Anscheinend hatte ich hier nicht genug Dünger drin und deshalb sind meine ganzen Pflanzen eingegangen. Aber zum Glück habe ich noch relativ viele Zitronen hier drin gehabt. Von daher ist das nicht so ganz schlimm, dass wir groß werden müssen, aber irgendwas ist da, glaube ich, ein bisschen verbuggt, weil ich habe da vorhin schon 50.000 Dünger reingemacht. Ich bin einmal im Kreis geflogen, auf einmal war kein Dünger mehr drin. Also irgendwie ist das ein bisschen sehr merkwürdig. Dann ist noch was abgegangen, nämlich dieses komische Dingsbums hier. Sieht auf einmal komplett anders aus, sieht mega abgespaced aus und das geht nicht mehr mit Treibstoff, sondern das wird jetzt mit Benzin gemacht. Ist auch ein bisschen merkwürdig, aber mir soll es recht sein, weil Benzin ist billiger. Aber auf jeden Fall, Item Collector sieht jetzt mega abgespaced aus. Nicht, dass ihr denkt, was ist das jetzt für ein komisches Ding. Auf jeden Fall so, haben wir das schon mal geklärt. Unser Agentavis, der ist vom Schaden her ausgelevelt. Ich hoffe, dass der nicht resettet, weil ich habe ein bisschen zu viel geskillt. Ich habe 255 geskillt. Also 255 ist eigentlich auch noch okay, glaube ich. Und ich habe Movement Speed höher gestellt auf dem Server. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall gut fix unterwegs. Das ist schon mal ganz nice. Dann habe ich ziemlich viele Sachen weggeprügelt. 60.000 Schaden übrigens. Nicht schlecht für ein Agentavis. Kann man mit arbeiten. Und dann habe ich ein paar Sachen verprügelt und ich habe das erste Mal Element bekommen. Ich habe von einem Primal Trike habe ich Element bekommen. Da habe ich mega viele Electronics, ich habe Metall, eigentlich habe ich fast alles. Also wir kriegen easy peasy jetzt die Sachen. Wir müssen nur ein paar Primals finden, die geben uns Element und alles, was wir so brauchen. Dann können wir vielleicht auch mal mit den Stämmen ein bisschen tauschen. Dann habe ich am Anfang in Chat geschrieben, hey Feinde, und hat der eine direkt geantwortet und hat geschrieben, ja, ich glaube, uns kann keiner mehr raiden. Ich glaube, die müssen mal raiden. Die sind ein bisschen Übermacht hier. Die denken, dass sie die Übermacht sind. Aber wir sagen einfach nur Hallo und sind nette Mitbürger hier. Und die schreiben direkt, ja, uns kann keiner raiden. Und übrigens hier, das hier war ich. Ich kann hier einfach durchgehen und Strohhütten einfach abreißen. Das ist mega dumm. Also Stroh ist vor uns auf jeden Fall nicht mehr sicher, würde ich sagen. Nicht so ganz. Oh mein Gott, Alter. Ich sehe zwar nichts, aber ich hau alles kaputt. Aber Metall und so mache ich halt gar keinen Schaden, weil ich dachte erst, Alpha, what the fuck? Fliegen die Dinger da einfach rum oder was? Kann ich mal bitte wieder was sehen? 5 Sekunden noch oder was? Oh, da sind immer noch so viele Pflanzen. Junge, die fliegen einfach. Ah, die benutzen anscheinend S+, ey. Die brauchen keine Foundations, die Buben. So, weil ich habe gerade schon mal getestet. Hier hinten ist ja so eine kleine Metallbase und da habe ich schon mal gegengeschlagen, weil ich dachte, dass Alpha-Tiere Schaden an Metall machen sogar. Aber dann ist das anscheinend ab Chaos oder sowas. Also irgendwas war da auf jeden Fall, dass bestimmte Dinos da Schaden dran machen können, aber ist anscheinend nicht so. Offline Raid Protection ist jetzt 1000%ig aus. Also vor uns ist jetzt keiner mehr sicher und wir sind auch vor keinem mehr sicher, aber das ist auch nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, ich habe soweit alles erklärt. Ich habe HG noch drauf gemacht, was mir auch relativ wichtig war, weil dann brauche ich keine Wasserleitung mehr legen. Dann kann ich einfach so einen Wasserhahn dahin bauen und dann läuft da einfach Wasser. Das wird auch easy peasy. Und ich würde sagen, ich habe letzte Folge versprochen, wir gehen heute Eier klauen. Und ich würde sagen, das machen wir heute auch. Meine Versprechen, die werden hier gehalten. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze so laufen wird, weil ich meine, ich habe da meine Celestial Reviver drin gesehen. Von daher, ich hoffe, dass die ja nicht mehr unterwegs ist. Sonst wäre das ganz schön spannend und wo wir schon hier sind, können wir noch mal einmal kurz bei den anderen Buben vorbeigucken, mit denen wir so ein bisschen befreundet sind jetzt mittlerweile. Weil ich denen ja irgendwie ein Geschenk gegeben habe, was ich gar nicht wollte. Aber auf jeden Fall habe ich denen eins gegeben. Hey, mal ganz kurz in die Base gucken. Hatten die ja sogar Tresore drin? Habe ich das richtig gesehen? Wir sind hier voll die Bug-Abuser. Die haben da drin einen kompletten Tech-Raum, sehe ich gerade mal so. Okay. Ich dachte schon, was haben die denn geupgradet? Weil von außen sieht das überhaupt nicht so aus, als wenn irgendwas geupgradet ist. Weil die immer noch da oben ihre komischen Steinmauern haben, die Eulentrottel. Aber, hey Brudis, was geht so bei euch? Alles Klärchen? Ey Katharina, na? Cementing Paste?
Ich hau dir gleich eine runter. Was ist Semantic Pace? Oh Junge, soll ich das mal machen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber ich hab so heftig Bock, weil irgendwie die... Oh, aber wir sind mit denen befreundet, aber... sind die Taucher eigentlich noch da? Ich glaube nicht. Hab ich irgendwas Schießiges dabei? Trank Bullet. Wollen wir die einfach mal ärgern? Ah, die kann ich gar nicht verschießen. Dafür brauche ich eine andere Waffe. Was? Das prallt einfach an den ab. Hä? Oh, vielleicht steht verhindert. Das kann nicht sein. Ich habe das 1000%ig ausgeschaltet. Ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Also kann ich gar keinen Schaden machen hier? So, wir können hier so drunter rennen und das einfach alles hochböllern, ne? Aber hier ist auch keine Offline-Rate-Protection, ne? Das ist nur bei den Menschen. Leute, wir könnten so in die Bude gehen, ne? Wollen wir das tun? Dafür brauchen wir C4. Greift die mich an, wenn ich dagegen hau? Was ist das denn? Leute, ihr seid ja super inaktiv. Was ist denn mit euch? Ihr wollt nur mit mir verhandeln. Uah! Okay. Junge, das ist ja... Das ist easiest way of my life. Oh, vielleicht machen wir das nachher. Aber erstmal müssen wir Eier klauen. Ich habe versprochen, wir gehen Eier klauen. Und dann machen wir vielleicht... Wir gucken mal in die Base rein. Ich will unbedingt wissen, wie es da drin aussieht. C4 und der Lachs ist gegessen, glaube ich. Wir gucken mal. Okay, ja. Erstmal Drachenschlucht. So, Leute, es kann losgehen. Wünscht mir Glück. Ich glaube, ich kann es gebrauchen. Oh mein Gott, da unten ist schon der Alpha Wyvern. Apex Lightning Wyvern. Und die hat auch ein bisschen Leben. Also die kann ich nicht mal eben so wegprügeln. Die anderen könnte ich wahrscheinlich so wegprügeln. Die könnte ich easy wegprügeln. Oh, die ist auch aggro. Komm her, Junge. Okay, keine Chance. Du hast halt wirklich keine Chance. Okay, du bist auch aggro. Warum denn? Ich habe doch noch nicht mal was gemacht. Ich habe noch nichts geklaut. Okay, da sind schon mal Nester. Oh, wollen wir uns mit der Wyvern anlegen? Ich glaube, wir müssen. Das da unten ist auch eine Apex, oder? Warum muss ich immer... Oh, what? Wie viel Level ich bekommen habe? Okay, die will ich jetzt nicht unbedingt verteilen. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Ach, Mann, oh. Mach ich die... Warum treffe ich dich denn nicht? Okay. Alles im Griff. Kann ich das Level so sehen? Level 600 Alpha Lightning. Okay, das ist broken, dass ich das sehen kann aus der Distanz. Okay, das Beigleis ist schon ein bisschen strong. 660 normale Gift Wyvern. Okay, normale Gift Wyvern, die kann da schön liegen bleiben. 80er Alpha Feuer Wyvern. Was war das andere? 200er Alpha Feuer Wyvern. Junge, wir holen hier easy die Eier weg. 380er normale Feuerwyvern. Okay, das ist wieder lame. Ah, dieses 600er Ei klauen wir auf jeden Fall. Wollen wir uns mit dem Ding da anlegen? Ich glaube, nein. Obwohl, zwei Schläge. Eigentlich müssen wir das easy machen können. Ah, los, YOLO. Bitte nicht, mach nicht so viel Schaden. Okay, der kann mehr ab als zwei Schläge. Was passiert hier schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Da muss ich aber los. Ich glaube, jetzt muss ich echt mal los. Obwohl. Ihr denkt auch, ihr seid stark, ne? Seid ihr gar nicht. Kommt her. Okay, einen habe ich schon mal. Oh, nicht Schwefel eingesackt. Die halten ja richtig viel aus. Oh, wow. Okay. Hab nichts gesagt. Easy peasy, Alter. Werden einfach weggeklappt von meinem neuen Agentavis. Gar keine Chance. Habt ihr euch so gedacht hier, dass ihr große Welle machen könnt? Könnt ihr gar nicht. Warum liegt hier einfach ein Ei rum? Apex 340er. Der Bruder. Nehme ich so mit. Ist das hier das andere Gute? Ich glaube ja. Ist irgendwas aggro? Ich glaube ja. Okay. Kriegt ihr halt alle auf den Sack. Oh, ich muss was trinken. Ich habe gar nichts zu trinken dabei. So, darf ich jetzt kurz, Leute? Wäre super sympathisch. Sympathisch. Man kann sich unterhalten, denke ich wieder. So. Ich überlege gerade einfach alles mitzunehmen. Oh ja, wir sind am Verdursten. Ist auch egal. Nur damit neue Eier spawnen. Und warum ist das ein halbes Gift, halbes Feuerei? Das war es ja mal wieder komplett.
Okay, das war zwei. Ich wollte schon sagen, was zum Teufel ist das? Hier, das hier doch eben. Oh, hier dann. Oh, Katharina hat was geschrieben. Katharina, unsere beste Freundin, bei der wir gerade noch zu Besuch waren. Ah, nee, oh lol, das ist von vorhin noch. Okay, ich bin ein Troll. Ich dachte gerade, was zum Teufel? Die haben sich schon wieder geupgradet. Was zum Teufel? Warum liegen da drei Eier? Hier ist das absolute Eierparadies. Das klingt auch ein bisschen komisch, aber jetzt habe ich es gesagt. 200er Apex Lightning habe ich gerade gesehen. Den Rest habe ich jetzt nicht abgecheckt. Vielleicht wollen wir unten noch rein? Wollen wir unten noch rein? Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Vor allem sollte ich unbedingt mal was trinken, glaube ich. Sonst kippe ich gleich noch vom Argentavis. Aber... Oh, auf 640er normales Giftweibernei war das, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir fliegen gleich nach unten rein. Ich hole mir eben ganz kurz was zu trinken und dann geht's unten weiter. Ja, moin. Hier ist einfach mein Apex-Giga, die ich einfach in meiner anderen Season überhaupt nicht finden konnte. Und hier ist einfach mal direkt am Anfang eine, Alter. Das ist einfach unnormal. Auf jeden Fall, es geht rein. Unten in die Olga, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal irgendwo eine Celestial Wyvern gesehen habe. Und deshalb weiß ich nicht. Okay, ich habe sie gefunden. 640er Celestial Wyvern. Oh, nö. Warum diesen? Ich wusste doch, hier ist... Aber legen die Eier? Die legen keine Eier, oder? Oh Junge, jetzt will ich unbedingt... Oh Gott, ich habe mich kaum erschrocken. Ich bin richtig zusammengezuckt. Was zum Teufel? Ich bin so zusammengezuckt. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich den jetzt am Nacken habe, ey. Noxious Wyvern Level 100. Celestial Wyvern sitzt da einfach hinten auf dem Nest. Vielleicht legt die gerade ein Ei, ey. Mach du, Mann. 80er Giftei. Das ist es mir nicht wert. Also bis jetzt ist es mir das nicht wert. Ich weiß nicht, ob es noch besser wird hier. 80er Feuerei. Nee. Könnt ihr alles behalten. Ich würde so gerne in das Nest da hinten reingucken. Ich habe das Gefühl, das ist mein Tod. Corrupted Apex Wyvern Egg 340. Das wäre nicht so schlecht. Ist da ein Nest drin? Ich kann da niemals hin. Oder? Oh, hallo. Ah, da ist auch kein Nest drin, also alles gut. Oh, lul. Guter Kampf, Alpha. Okay, wir nehmen das Apex-Ei mit und fliegen um unser Leben, habe ich gehört. Oh Junge, wir sind direkt neben dem. Und ich höre einen Gorilla. Wo zum Teufel ist hier ein Gorilla? Das war's schon wieder komplett. Okay, ich muss los. Ich muss sofort los. Ist hier überhaupt Akku? Irgendwas ist Akku. Oh. Okay. Aber alles chillig. Eigentlich, oder? Wo ist hier ein Gorilla, verdammt? Hä? Als ob die hier spawnen. Und wo? Das, würde ich jetzt zu gerne wissen. Aber das ist auch fresh, dass die hier auch so gut spawnen. Die spawnen einfach alles gut. Das ist einfach wundervoll. Hier können wir eine richtig geile Season machen, glaube ich. Vor allem so mit den ganzen Prime 4 Sachen. Dann würde ich sagen, setze ich mich mal dran und mache ein bisschen C4 vielleicht? Und wir machen noch ein bisschen Boom Boom? Ist das eine Idee? Ich glaube schon, die Eierbrüten schaffen wir glaube ich nicht mehr die Folge. Das machen wir in der nächsten Folge, das ist auch nicht das Problemchen. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns da ran. Bis gleich. Okay Leute, erstens, ich habe mich gerade kurzfristig umentschieden. Ich hatte mich gerade gedacht, wir müssen doch diese Folge die Eier schon brüten, damit die nächste Folge schon groß sind, weil das dauert ja auch noch ziemlich lange und das wäre ziemlich kacke, wenn wir die nächste Folge erst brüten würden, weil dann, brauchen wir noch eine Folge, bis die groß sind und das ist ziemlich doof. Oder habe ich mich nochmal unentschieden, weil ich habe gerade auf dem Rückweg diese Strohhütte gesehen und ihr wisst, was ich mit Strohhütten mache, das habt ihr vorhin gesehen. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die Orga. Ihr seid selber schuld, wenn ihr so langsam seid, ey. Ich bin hier der Alpha Tribe. einfach so dumm, ey. Also, falls die wirklich keine Dinos zähmen. What? Was schießen? Die hat ein Tier. Die hat ein Featherlight. Was? Ein Featherlight? Ja, die haben ein Tier.
Aber ich sehe das nicht so richtig. Das ist sogar ein Alpha-Pfefferlight. Hä, oder ist der einfach so aggro? Ne, die sind einfach so aggro, oder? Hä, ja, warum ist der aggro? Oh, sorry, Pfefferlight. Hä? Muss ich das checken? Ihr denkt auch, ihr könnt ihn wieder spawnen. Weg mit dem Betten, Junge. Ich will gucken, was in den Schränken drin ist. Die haben so viel Grütze da drin, ne? Ah, das hier glaube ich mir trotzdem. Oh, wow, ich bin überladen wegen den ganzen Eiern. Das hast du ja komplett. Wir müssen gleich mal eben reingucken. 100 Zement, Junge, die waren ja reich. Junge, ihr habt 100 Zement und ihr sitzt hier in so einer alten Bruchbude oder was? Okay, mit 100 Zement kann man auch nicht so viel machen, aber... Ich muss mal meine Eier umladen. Oder einfach rauswerfen, weil normale Eier benutzen wir sowieso nicht. Apex, Alpha, Alpha, Apex, da, zack. Oh lol, nee, das war ein gutes. Oh, ja, das nehmen wir wieder mit. Wow, das war ein ziemlich harter Raid. Junge, Strohhütten sind einfach richtig im Arsch, ohne Witz. Aber waren das gezähmte oder waren das... Das check ich nicht so ganz, weil wenn die gezähmt waren, wäre das schon super nice. Flagge reißt jetzt auch noch ab. Euch lasse ich nichts mehr, Jungs. Ihr baut euch hier nicht wieder auf. Ich lasse euch ein paar Wyvern-Eier. Die könnt ihr behalten, ey. Ist da noch irgendwas? Oh, noch eine Tasche. Kommen wir da auch noch fix rein? Ah, die ist vom Lagerfeuer. Okay, das ist jetzt nicht so super spannend. Okay, ja. Easy Base Raid. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Hause und brüten die Eier aus. Oder? Ja, machen wir. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder am Stissel und ich würde sagen, wir bauen hier mal erstmal ein bisschen was auf. Ich habe hier schon alles soweit am Start. Hier Generator, ein Kabel. Junge, das ist so ungewohnt, dass da überall SS vorsteht. Das ist irgendwie so mega merkwürdig, wenn man einfach S plus kannte immer. So, wo packen wir den hin? Irgendwie sieht das überall absolut scheiße aus. Unsere Base ist auch so, oh, ich weiß auch nicht. Ich bin zu schwer und kann nicht mal springen. Und wo kommt das Alpha-Ei her? Agitavis, kackst du durchs Dach? Das war da gerade noch nicht. Ich würde nämlich gerne... Hm. Ja, das machen wir so, oder? Oder auch nicht, weil wir da nicht aufs Inventar zugreifen können. Das ist schon wieder... Oh, jetzt komme ich hier nicht wieder weg, weil ich nicht springen kann. Oh, Mann, oh, warum ist denn alles so schwer? Übrigens werde ich... Oh, wow, das ist noch ein normales Ei. Perfekt, okay, so. Dann stellen wir den hier hin. Weiß nicht, das sieht zumindest halbwegs stylisch aus. Stylisch ist was anderes, aber egal. So, lassen wir auf jeden Fall erstmal so. Kabel? Ah, okay. Und da. Und ein bisschen Benzin rein in die Olga. So. Und jetzt läuft das hier. Und jetzt stelle ich hier, glaube ich, die Airconditioner hin. Damit unsere Drachen auch zumindest so ein bisschen Auslauf haben. Ich hoffe, dass 4 Stück reichen. Ich glaube, wir können uns nicht mehr leisten gerade. Zack, zack. Außer mein, obwohl mein Dinos ist ziemlich viel krass. Ja, da wollte ich den auch hinhaben, auf jeden Fall. Arg, danke. So, bitte reiche. Und wir werden jetzt nur Alpha-Eier ausbrüten, weil ich glaube, dass man für die Apex-Eier Apex-Kribbel braucht. Und bei dem Apex-Kribbel sind wir noch lange nicht. Das ist leider echt ein bisschen belastend. Da habe ich auch gerade erst drüber nachgedacht. Ich dachte nämlich gerade so, oh, aber Alpha 600. Bitte brüte. Und bitte werde nicht eingesammelt von dem Egg Collector. Der brütet 7 Minuten. Ja, easy peasy, ey. So, noch einer. Alpha, irgendwas Gutes, Alpha-Rieges. Alpha 200. Wir haben echt viele Apex-Eier, aber keine vernünftigen Alpha-Eier. Außer das eine halt. Da legen wir das 200er Alpha-Feuer-Ei auch noch hin. Oh wow, ich dachte gerade, ich habe es gegessen. Ja, easy. Dann würde ich sagen, warte ich, bis die gebrütet sind, weil da kann ich zur Not zumindest Alpha-Kibbel nachmachen, falls sie wirklich Alpha-Kibbel brauchen. Aber meistens wachsen die bei mir auch so schnell auf, dass ich die gar nicht großartig füttern brauche, also dass die halt nicht verhungern. Ich kann mal ganz kurz zeigen, was man für Apex-Kibbel braucht, weil dafür braucht man vorher noch die Elemental-Dinos und davon haben wir halt noch gar keinen. Dafür brauchen wir Elemental-Eggs und Elemental-Eggs haben wir halt gar keine und wir brauchen halt Räucherfleisch. Da muss ich mich auch mal drum kümmern, dass wir da auch schon mal so ein bisschen was haben. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich warte ab und dann komme ich wieder, wenn die ausgebrütet sind. Bis gleich. Hey Leute, ich habe gehört, es ist gleich soweit. Hallo, hallo, meine lieben Eier, seid ihr noch am Brüten? Oh mein Gott, ich habe gar kein Fleisch am Start. Gut vorbereitet mal wieder. Flame, komm mal runter da, Brudi. Wir brauchen eine Fleischlieferung. Aber dringendst. So, nice, okay, das ist mehr als genug.
Oh, du siehst ja gar nicht buggy aus. Nice. Oh, Junge, der sieht aber cool aus. Oh, nice. So, zack. Wo ist das ganze Fleisch? Da. Oh, 5000 Fleisch direkt rein. Oh, du brauchst ja noch ein bisschen. Habe ich den so viel später hingelegt? So, zack. Warte, deaktivieren. Folgen. Oh. Oh, Junge, der sieht auch sexy aus. Was zum Teufel? Oh, wir haben unsere ersten Wyvern und die sollten eigentlich überleben. Bis zur nächsten Folge hoffentlich. So, da. Und weil bei den Apex wäre ich mir echt nicht so 100% sicher gewesen, ob die überlebt hätten. Von daher sparen wir uns lieber auf, bis wir soweit sind. Ist sowieso jetzt schon ein bisschen unfair, dass wir mit unseren Alpha-Viechern einfach einige Bases so überrennen können. Aber Junge, die sind richtig nobel. Oh mein Gott, ich freue mich. Oh, das ist so nice. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge sind die Kollegen dann so weit, dass wir die einsetzen können. Dann fliegen wir da ein bisschen rum. Und ich werde auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir diese Base da raiden, weil die sind ja so trottelig. Da können wir ja so drunter laufen und dann jagen wir die ganze Butze hoch. Da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit zum Farmen, dass wir ein bisschen viel C4... Oh, wow, hier liegt noch sein Ei. Dass wir ein bisschen C4 am Start haben und sowas. Weil ich glaube, wir müssen uns da durch mehrere Sachen sprengen. Weil die haben, glaube ich, so Tech-Sachen drin oder so. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den positiven Wert freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi!